Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play der Reihe Hitman Blood Money. Heute möchte ich euch die Mission Erntezeit vorstellen. Ja, diese Mission habe ich schon zigmal versucht, weil ich jedes Mal mit der Aufnahme Probleme hatte oder irgendwo mit. Es hat nie geklappt und ich hoffe, dass diese Aufnahme euch dann zu sehen gezeigt wird, weil so langsam möchte ich die Mission ganz gerne mal schaffen. Deshalb hat es auch so lange gedauert, bis ich endlich diesen zweiten Teil rausbringen konnte. Die nächsten werde ich mir sehr viel Mühe geben, dass die früher kommen. Und jetzt bin ich ruhig, denn jetzt fangen die in der Vorschau an zu reden. Ja? Rick Henderson. First Edition? Er erwartet Sie. Hier entlang. Rick Henderson. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ganz meinerseits, Mr. Alexander. Warum denn so förmlich? Nennen Sie mich Jack. Rick. Setzen Sie sich doch, Rick. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich bewundere Ihre Arbeit. Wahrer Journalismus. Danke. Ich schlage vor, dass wir mit Ihren Gedanken zum Angriff auf das Weiße Haus anfangen und uns anschließend über Ihre Amtszeit als Direktor des FBI unterhalten. Und Rick? Oder wenn Sie lieber über Politik reden? Rick, es tut mir leid. Dieses Interview ist nur ein Vorwand für eine heikle Geschichte. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unter einem falschen Vorwand hergelockt habe, aber ich durfte kein Risiko eingehen. Ich verstehe nicht recht. Keine Sorge. Das ist eine Jahrhundertstory. Wissen Sie, wie oft ich das schon gehört habe? Hören Sie, bitte. Alles begann mit einem Zwischenfall in einem chilenischen Weingut, der meine Aufmerksamkeit erregte. Es war der Familienbetrieb von Fernando Delgado und seinem Sohn Manuel. Angesehene, fleißige Männer. Schauen Sie in den Ordner. Hallo 47. Waren Sie schon mal in Chile? Ihre Zielperson heißt Fernando Delgado. Er war Oberst in Pinochets Geheimdienst. Heute betreibt er eine als Weingut getarnte Kokainfabrik. Laut der Satellitenbilder ist es ein unterirdisches Labor. Fernandos Sohn Manuel steckt mit drin. Sie müssen ihn also auch ausschalten. Lassen Sie es wie einen Bandenkrieg aussehen. Wir bringen Sie mit einigen Rentnern aus Santiago rein. Sie nehmen an der Enthüllung von Delgados neuem Weinlabel zu Ehren des ehemaligen B-Movie-Stars Rex Stanton teil. Da mindestens ein Fernsehteam vor Ort sein dürfte, sollten Sie die Kameras im Auge behalten. Delgado hat ein Wasserflugzeug. Das ist Ihr Ticket nach Hause. So, dann darf ich ja jetzt wieder reden. Ich nehme mir nur die Silverballer mit, weil ich eigentlich allgemein in dem gesamten Spiel vorhabe, recht lautlos zu agieren. Auch wenn es leider nicht immer klappt, was mich auch meistens ziemlich aufregt. Aber ich will mir die größte Mühe geben, Hitman zu spielen wie ein lautloser Killer, was er eigentlich auch sein sollte. Jetzt gleich sehen wir noch einmal den alten Herren, den ich umbringen darf. Und da kommt auch schon sein Sohnemann. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es mich aufregt, dass ich die Mission schon 10.000 Mal gespielt habe, aber ich sag euch mal, ich kenne den Weg jetzt zumindest schon mal. Also da vorne geht's zum Wasserflugzeug, da hinten muss ich nachher kurz hin, da geht's rein auf einen Platz, wo ich jetzt gleich sowieso hingehen werde und dem folge ich jetzt erstmal, um seinen Anzug zu haben. Weil mit diesem Anzug komme ich nicht dahin, wo ich den Jüngeren der beiden umbringen möchte, beziehungsweise wo sich die beste Gelegenheit ergibt. Und jetzt warte ich erstmal, damit ich den nicht die ganze Zeit mitziehen muss, bis der da vorne zu dem Zaun gegangen ist, weil da werde ich den danach runterschmeißen. Ich werde ihn nur mit einer Betäubungsspritze in den Nacken jagen,
damit ich keinen Kill bekomme, wenn das so funktioniert, wie ich es geplant habe, weil eigentlich, soweit ich weiß, kriegt man keinen Kill dafür, dass man Leute irgendwo runterschmeißt, sondern nur dafür, dass man, wenn man zum Beispiel sie erdrosselt, mit einer Giftspritze umbringt oder irgendwas, und dafür ist die Betäubungsspritze hier halt recht gut geeignet. Dann ziehe ich mal direkt seinen Anzug an, nehme den Körper und schmeiße ihn hier rüber. Da kommt immer so schauderliche Musik und so eine zweite Grafik, als würde mich irgendwer entdecken, tut aber niemand. Und da fällt er auch schon ins Wasser. So, dann mal hier durch, mal hier durch, mal hier lang, mal da lang. Dann dürfte jetzt gleich eigentlich, wenn ich mich nicht irre, da unten jeden Moment der jüngere der beiden auftauchen. Das ist alles nur eine Frage der Zeit. Da ist er auch schon. Ja. Ja. Da ist er. Jetzt gehen wir kurz da raus. Jetzt ist alles nur eine Frage der Zeit, bis er jetzt gleich zu dem Typen geht, die beiden miteinander quatschen, sich sehr überschwinglich begrüßen mit zwei Umarmungen, einem Handschlag und... Das werdet ihr jetzt sehen, da Umarmung hier, Umarmung da und dann, weil es ja nicht genug war, nochmal die Hand geben. Freut sich darauf, Sie zu sehen. Ja. Ein paar Sachen zeigen? Deswegen bin ich hier, mein Freund. Mir nach. So ein bisschen passend, so mit seinem Zöpfchen und so, so. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch den Film Blow kennt. Aber in dem Film ist auch, der geht handelt auch über einen Drogendealer. Und der hat auch so ein Zöpfchen und sowas alles und irgendwie passt das schon so ein bisschen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Spiel ist älter als der Film. Aber wie gesagt, sicher bin ich mir da nicht. Wenn irgendwer da besser informiert ist als ich, seid mir nicht böse. Dann dürften die jetzt gleich nur noch da vorne in die Tür reinlaufen, was sie jetzt tun. Dann zeigt er dem irgendwas in irgendeinem komischen Weinfass, Geheimgang, Dingskirchen, wo ich aber zum Glück gar nicht rein muss. Sondern ich muss nur hier warten, da der gleich alleine wiederkommt und sich hier so eine schöne Line zieht. Und ich den dann hier hinlocken werde, umbringen werde und in diese Kiste hier verscharren werde. Ist halt, wie gesagt, alles nur eine Frage der Zeit. Leider hasse ich es total zu warten, aber so wirklich brachial. Aber naja, das bleibt bei so einem Spiel nicht aus. Und wenn jetzt irgendwer sagen sollte, warum spielt ihr denn Hitman? Da gehört ein bisschen Warten dazu. Weil das Spiel cool ist. Ganz einfach. Oh, die wollte ich nicht auspacken. Ach komm schon. Beeil dich ein bisschen, bitte.
Da kommt er wieder. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Kann ich mir ja schon mal so eine Münze rausnehmen, auch wenn ich mich glaube, wenn ich glaube, dass der Typ ihm gleich noch hinterherkommen wird. Ja, ich wusste es. Aber der haut zum Glück früher ab. Deshalb habe ich immer noch die Chance, den dann rüber zu locken. Ist halt, wie gesagt, wieder alles eine Frage des Timings. So, die werfen wir dann hier vorne hin. Dann geht er nämlich schön da vorne in die Ecke und guckt nach. Zack, das hätten wir. Ja, komm. So, packen wir die mal weg, nehmen wir uns den Körper und schmeißen den hier rein. Und nur zur allergrößten Sicherheit und damit sie mich... Okay, doch nicht. Ich dachte erst, er hätte die TMP fallen lassen, aber die hat er wohl irgendwo in seinem Sakko versteckt gehabt und da brauchen wir ja jetzt auch nicht rumwühlen. So, dann gehe ich erstmal hier raus. Das Kamerateam filmt gerade mich. Ich kann... Jetzt muss ich erstmal einmal kurz was nachgucken. Also, ich weiß nicht, ob man es von hier sieht, aber da hinten auf das Dach muss ich. Und ich wollte einmal nachgucken, ob das auch von hier hinten geht. Mir ist nämlich jetzt schon mehrmals passiert, dass diese Wache da mich dann da oben sieht, wie ich in das Fenster kletter. Und glaubt mir, das ist ärgerlich. Wenn nicht sogar super nervig. Deshalb werde ich es jetzt so machen, dass ich mich erstmal anschleiche. Oh. Und ich werde den jetzt erstmal betäuben, damit mir das nämlich nicht nochmal passiert. Das ist nämlich super ärgerlich und das könnt ihr euch, denke ich, vorstellen, wenn man... Weil, also ich sag mal so, wenn ich das alles erledigt habe, ist es nicht mehr weit. Und wenn dann sowas passiert, ist es sehr ärgerlich. So, das wird jetzt zwar ein bisschen dauern, weil ich den bis hier um die Ecke da vorne ziehen möchte, damit der auch nicht gefunden wird, weil... Das ist auch immer eine sehr schöne Situation, wenn man in der Verkleidung rumrennt und dann auf einmal so dieser doppelte Bildschirm erscheint und oh, eine Wache wurde gefunden. Die anderen Wachmänner werden jetzt aufmerksamer sein. So, bis hier. Und dann muss ich hier zurück, weil da vorne ist nämlich so eine, ja, das Wort, Wasserrinne, ja, Abwasserrinne, so, also, ne, so zum Regenwasser ableiten, Regenrinne, genau, und da drin kann ich dann jetzt gleich hochklettern, chip. So, klettern wir hier hoch. Von hier aus sehen. Oh. Der sieht mich nicht. Nein, der sieht mich nicht. So. Und dann hier durch das Fenster durch. Sehr gut, der spielt schon. Schleiche ich mich jetzt mal an den ran. Jetzt werde ich keine Betäubungsspritze, sondern eine Giftspritze verwenden und werde sie ihm so schön hier hinten in den Nacken rammen. So, und dann wieder durch das Fenster raus. Hier vorne kann ich dann runterspringen. Hier runter geht's zum Flugzeug. Und ich bin gerade so ein bisschen Glücksgefühl habe ich gerade, dass ich diese Mission, wenn jetzt alles mit der Aufnahme glatt gelaufen ist, wirklich geschafft habe. Und wenn es so weiterläuft, werdet ihr auch häufiger mal einen Let's Play Hitman sehen.
Hier vorne um die Ecke wird jetzt gleich das Wasserflugzeug stehen, mit dem ich mich jetzt schön aus dem Staub machen werde. Ja, hier sind überall Wachen, aber das ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal, weil die halten mich ja für keinen Bösen. Auch wenn ich diesen ganz unauffälligen Barcode im Nacken habe. Und fliehen. Ich habe es geschafft und habe rein zufällig wieder einen Anzug an. So. Und das war's dann mit dem Let's Play Hitman Blood Money. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar da, denkt dran, uns zu abonnieren und einen schönen Tag noch.